Hallo und herzlich willkommen von der Rennstrecke Gropnik. Wir testen für euch den neuen Sport Smart TT im Vergleich zu den KAR Reifen Slicks, um zu schauen, wie schnell man mit einem straßenzugelassenen Reifen fahren kann. Die Drücke sollten vorne 2,0 im Kaltzustand, hinten 1,5 im Kaltzustand. Der Druck, der dann geschehen sollte beim Fahren durch die Erhitzung des Reifens, sollte dann hinten bei 1,8 bis 2 bar liegen und vorne zwischen 2,2 und 2,5. Da der Reifen ja ein Straßenreifen ist, damit kann man auf eigener Achse auch zum Renntraining fahren. Es ist aber auch möglich, den Reifen anzuheizen an der Rennstrecke, falls man mit eigener Achse gekommen sein sollte und Platz im Rucksack für Heizdecken gehabt hat. Bitte nicht vergessen, dass der Luftdruck dann nicht mehr 2,0 vorne ist und hinten 1,5 durch die Heizdecken natürlich kurz anheizen etwas höher ist, was ich eben sagte, dann schon bei 2,2 starten, hinten 1,8. Da ich heute auch mit Heizdecken starten werde, kurzzeitig für 15 Minuten, weil wir gerade Asphalttemperatur von 10 Grad haben, es ist lausig kalt und sehr windig und ich möchte jetzt kein Risiko eingehen, dass ich nachher mein Motorrad hinschmeiße, weil ich halt einen Slick gewohnt bin und auch die Geschwindigkeit. Nachher passiert was. Lieber kurz anheizen, damit ich ein gutes Resultat für euch rausfahren kann, was euch aussagekräftige Daten liefert. Das Feeling war eigentlich positiv vor der Hand. Vom Handling echt super Einlenkverhalten, vergleichbar mit dem KR. Aber ein bisschen härter, ein bisschen holzig. Weil wahrscheinlich der kleinere Querschnitt, du merkst den Unterschied zwischen einem Big-Size-Reifen bei den Bodenwellen, war mehr Rückmeldung, also mehr wie so ein leichtes Titschen schon, also Holz härter, viel härter von der Karkasse her. Und, aber Einlenkverhalten für Bremse wie KR. Das Ding geht um die Ecken wie ein Klappmesser. Grip-Level war ziemlich hoch. Ich habe nur ein bisschen nicht, wie gesagt, den Mumm gehabt bei dem Wind, das Letzte rauszuholen. Weil ich wusste nicht, wenn der Wind in mich fährt, die Bewegung, ob es vom Reifen Rutscher sein sollte oder ob es nur der Wind ist. Und deshalb haben wir mal die Kirche im Dorf gelassen, aber für eine 1,35 hat es nochmal gereicht. Profil könnt ihr euch gerne anschauen, die Kamera rechts mal drauf fällt, sieht aus wie neu der Reifen, wie ein Slick. Also mit dem Reifen kann man wirklich alles machen, Straße sowohl auch, Rennstrecke fahren und auch nicht langsam. Es sind nur zwei Unterschiede gewesen zum Slick, also vom Handling her war identisch, genauso schnell vom Handling her. So präzise in die Kurve rein auf der Bremse, überhaupt kein Problem. Das einzige Problem, was ich hatte, wie gesagt, die härtere Karkasse. Man merkt auch, wenn man die Heizdecken aufzieht, dass man zum Schutzblech viel mehr Platz hat. Es ist kleiner als Rad. Es hat weniger Wange, ganz klar, kein Big Size, weniger Eigendämpfung. Und hinten, das Rad ist auch sehr, sehr klein im Verhältnis zum 270. Dass ich schneller eine Wheelie-Neigung habe, sobald ich ans Gas gehe und mich nochmal wieder ein bisschen hochziehen muss und den Lenkimpuls gebe, geht sie vorne hoch, bei dem Wind sofort. Schlagen, Lenker hatte, dass ich auch ein bisschen gehemmt hat, noch beschleunigt fahren. Sonst vom Grip her war, ja, so anormal. Für Straßen, dass ein Straßenreifen sein soll. Ich glaube, wenn man hier drauf trainiert mit dem Reifen frisch, ist auch eine 33 möglich. Und man darf nicht vergessen, im freien Fahren bin ich mit dem Motorrad, mit dem KR auch nur 32 gefahren. Das Rennen hat mir die Zeit beschert, weil Rennen ist Rennen. Da will man mehr, da riskiert man mehr. Und deshalb ist die Differenz dann also nur 3 Sekunden. Also ich würde diesen Reifen auf jeden Fall empfehlen, jeden Einsteiger, der nicht das Budget hat für Slicks und Heizdecken, weil der kann den Reifen, wie man sehen kann, ja ohne Probleme fahren, 35 Fenster fahren können, okay, wenn man schneller fahren kann, ist immer alles einfach gesagt, aber das ist die schnellste Gruppe jetzt hier mal, fahren Leute mit den Zeiten, das reicht ja für die ersten 3 Gruppen auf jeden Fall der Reifen aus, um dann auf eigene Achse oder einfach mal einen Ausflug riskieren kann. Ich meine, auch ich in der schnellsten Gruppe könnte mit dem Reifen schnell fahren. Er ist eigentlich für jeden zu gebrauchen und hat eine Straßenzulassung, nicht zu vergessen. Ne? Ist budgettechnisch natürlich eine günstige Alternative, als immer Slicks für 400-500 € kaufen zu müssen. Ja, das zweite Plus bei dem Reifen ist, er hat natürlich kein Temperaturfenster. Er ist ein Straßenreifen, man kann ihn, wie er ist, kalt rausfahren und hat keine Angst. Ja, er ist doch so kalt wie bei einem Rennreifen. Und ich meine, wir haben Temperaturen ja gerade eben gesehen, der Reifen wird doch richtig warm und fängt nicht an zu schmieren, wie jetzt manche andere Straßenreifen, die wirklich nur Straßenreifen sind. Da hast du das Problem meistens, wenn es zu heiß wird, dass sie anfangen zu schmieren. Das hat er überhaupt nicht. Und deshalb Top-Reifen für jeden Einsteiger, der Low-Budget-Rennstrecke fahren will. Kann man nur empfehlen.